Ich bin Friederike von StyleRanking und ich stehe hier mit neben Tanja Tschepchenko, die Bloggerin für den neuen Online-Shop For Little. Tanja, du bist ja selbst jetzt gerade im 9. Monat schwanger. Hast du denn auch schon deine Tasche für die Klinik gepackt? Also ich muss ehrlich gestehen, die Kliniktasche ist noch nicht gepackt, weil ich habe mich erstmal vor allem um die Sachen gekümmert, die eben mein Baby angehen und habe dafür alles vorbereitet. Aber auch die Kliniktasche möchte ich jetzt noch so gebührend mit einer Neuausstattung an Pyjama und Wohlfühlsachen ausstatten. Weißt du denn schon, was du alles reinpacken wirst in die Tasche? Hast du schon eine Liste dafür? Ja, ich habe eine Liste, also auf jeden Fall ein super Pyjama, dicke Socken will ich mitnehmen. Falls die Geburt sehr lange dauert, natürlich irgendwie was zum Essen, weil man als Schwangere ja ständig Hunger hat. Weiß nicht, wie das ist mit den Wehen, aber mal sehen. Ja, und dann natürlich wird es auch die ersten Anziehsachen fürs Baby dabei sein. Und wir haben schon gesagt eben, dass mein Lebensgefährte Norman wird dann halt nach der Geburt unser kleines Baby das erste Mal anziehen. Und er darf dann jetzt auch mit aussuchen, welcher Strampler das sein wird. Das ist schön. Hast du denn schon alles eingekauft an Babysachen, also auch für das Zimmer und Strampler und Klamotten? Mhm. Und ja, also ich muss sagen, ich bin durch For Little wirklich in Shoppingwahn gekommen. Ich bin eigentlich, ich persönlich, für mich nie im Shoppingwahn gewesen. Ich bin ein sehr praktischer Mensch, der sagt, okay, das brauche ich, das kaufe ich, fertig. Aber jetzt bei den ganzen Babysachen konnte ich mich dann kaum enthalten und ja, ich glaube, das Baby wird hoffnungslos verwöhnt werden und wir haben jetzt eigentlich schon viel zu viel. Also vom Mobile bis zur tollen Wickelauflage, tolle Strampler und all sowas. So schon, also ich könnte jetzt schon weiter einkaufen, wenn es dann 3 oder 4 ist. Ja. Hast du denn, oder worauf legst du Wert beim Kaufen von Babysachen? Also bei Babysachen, da legt man, hat man natürlich schon ein größeres Augenmerk darauf, wo kommen die Produkte zum Beispiel her. Also es ist nicht irgendwie, keine Ahnung, gerade mal made in China und ist irgendwie chemisch doch sehr, vielleicht für die Babyhaut sehr reizend. Also versucht man schon irgendwie mehr Naturprodukte zum Beispiel zu holen und alles, was so ein bisschen, ja, und was ich auch wichtig finde oder was ich sehr, sehr schön finde, wenn man auch Sachen holt, die vielleicht so ein bisschen handgemacht sind und die schön verspielt sind oder auch so schöne genetische Tiere, also dass das nicht alles irgendwie so aus der Fabrik künstlich dargestellt aussieht. Das kommt dann später eh noch, das können Sie sich dann selber kaufen vom ersten Taschengeld. Alles klar, dann vielen Dank und viel Erfolg für die Zukunft und alles Gute für die Geburt. Dankeschön.